Als dokumentarisches Theater zeigte es die Mechanismen der Verleugnung und Verharmlosung der Schuld durch die Täter. Dennoch blieb der Holocaust ein Randthema der Kunst. In der DDR stellte vor allem Lea Grundig das Thema dar. In Westdeutschland versuchte Wolf Hostell mit dem Environment, Schwarzes Zimmer, die Perspektive der Opfer des Holocaust einzunehmen. Beuys KZ gleich Essen, KZ gleich Essen 2 und Auschwitz-Demonstration sowie Gerhard Richters Tante Marianne gehören zu den wenigen Kunstwerken in der BRD, die das Leid der Häftlinge in den Konzentrationslagern direkt oder indirekt thematisieren. Als der Block Beuys zwischen 1968 und 1970 auf Ausstellungstournee ging, war die erste Station 1968 das Münchner Haus der Kunst. Dort arrangierte und betitelte Beuys zum ersten Mal die Vitrine Auschwitz-Demonstration. Die Platzierung in dem historisch belasteten Gebäude, dem von Paul Ludwig Trost entworfenen und 1937 als Haus der deutschen Kunst eröffneten Bau, dem Symbol der nationalsozialistischen Kunstauffassung schlechthin, verlieh ihr als Statement zusätzliches Gewicht. Beuys selbst äußerte sich allerdings nur ausweichend dazu. Auf die Frage nach der Rolle der Anordnung von Objekten in den Vitrinen entgegnete er: »Wie die liegen, ist fast auch nicht wichtig, bis auf eine einzige Vitrine. Das ist eine Sache, die habe ich Auschwitz-Demonstration genannt, und die KZ-Geschichte, die haben einen gewissen Zusammenhang.« In einem anderen Interview etwas später betonte er, dass die Ausstellung nicht auf die Frage des Kriegs und der Konzentrationslager reduziert werden sollte. »Die Leute sind sehr kurzsichtig, wenn sie sagen, der Beuys macht alles mit Filz und dann will er etwas aussagen von KZ, ob ich nicht daran interessiert bin, durch diese Filzelemente die ganze farbige Welt als Gegenbild im Menschen zu erzeugen, danach fragt keiner.«